Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Jo. Und wir sind hier gestartet, das heißt, wir gehen hier auch durch. Und entfernen diese ganzen Entons. Mit einem Geheimtrank. Ich glaube auch nicht, dass sie von uns gefangen werden wollen. Nee, wollen sie nicht, okay. Oh, da kommt jemand ganz Besonderes. Sind hier. Oh gut, du hast den Keimtrank verwendet. Anton leidet an chronischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter in Elises diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elises geben, also wird es die Reise wohl wert sein. Okay, dann tun wir das. Ich meine, wenn wir da hin müssen. So. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die älteste von Elises und die Stadt selbst. Schau auf deine Karte. Gar nichts zu verfehlen. Ich zähle auf dich. Bis später dann. Jo, dann machen wir uns auf den Weg. Hier wollen wir jetzt erstmal nicht durch, aber da bleibt uns wohl keine großartig andere Wahl. Da oben haben wir ein Item. So, jetzt erstmal schauen, wie ich vom Rad komme. So. Und da gibt es natürlich direkt einen Kampf. Ein Sichlor. Das ist jetzt dumm. Weil, wenn ich einen Sichlor begegne, möchte ich das auch fangen. Was haben wir? Irgendein Pokémon, das da uns behilflich sein könnte? Und ich will auch leider kein Wendigo austauschen. Obwohl ich eigentlich Sichlor eins meiner Lieblings-Pokémons ist. Zumindest von der ersten Generation oder von den ersten zwei. So, da benutzt es Aktivität, das ist uns egal. Fliegen, Auflockern, Flügelschlag. Flügelschlag dürfte uns da weiterhelfen. Wenn es ein Volltreffer ist, hilft es uns nicht weiter. Aber es wird sicherlich nicht das letzte gewesen sein. Da hätten wir einen Top-Schutz. Gehen wir trotzdem weiter erstmal. Was sehen wir noch? Ein Kleinstein. Kleinstein ist uninteressant. Ich glaube, wir haben bisher auch keine weiteren Pokémon gefangen. Wir haben vielleicht zwei Pokémon noch auf der Box. Das war's dann. Oh, ein Roselia. Okay. Ich glaube, Sichlor war schon eins der selteneren Pokémon, die es hier zu finden gibt. Ich mache auch heute den Part... okay, da ist ein Trainer. Also ich mache den Part nicht so lang. Einfach schon aus dem Grund, weil ich letzte Woche so lange überzogen habe. Und ein Glibunkel mit Level 31, da haben wir wohl keine Probleme mehr. Ich denke, Tempo-Hieb sollte das Sinnvollste sein. Oder? Naja, nicht wirklich. Ist noch nicht einmal effektiv. Und die Vergeltung ist umso stärker. Okay, nee, so stark ist sie zum Glück nicht. Ich denke, dann versuchen wir einen Sichlor zu fangen. Und diese Route zu beenden. Stimmt. Wupan entwickelt sich ja mit Level 36. Feuersturm. Vielleicht erreiche ich die ja noch in dem Part. Und Seegesang heilt uns wieder. Sind wir auch wieder im grünen Bereich. Das ist schon mal sehr gut. Und da oben gibt es ein Item, das wir wollen. Okay, hier gibt es schon mal vier verschiedene Pokémon. Ist gar nicht mal so wenig. Also natürlich ist es nicht viel, aber
dass wir direkt vier verschiedene begegnet sind. Das waren wahrscheinlich auch schon alle. Aber da oben ist auch schon die Wiese zu Ende. Dann bleiben wir hier noch etwas drin. Ich glaube, da unten gibt es sogar noch einen Trainer. In der Hoffnung, dass wir einen Sichlor finden. Weil da unten, das sieht schon sehr verdächtig aus, als ob da ein Trainer auf uns wartet. Und das kleine Stein interessiert uns nicht. Tja, auch nicht, wenn es uns in Ruhe lässt. Ja, genau. Da ist sogar ein Trainer. Achso, es gibt sogar drei. Ich denke, dann können wir auch gerade alle drei suchen. Dann hätten wir auch einen Grund, hier so lange hinherzulaufen. Ich denke, unser Feuersturm wird stark genug sein. Oder? Jo. Ich glaube, es war sogar ein bisschen zu stark. Aber dafür heilen wir uns ja auch umso mehr. Da hätten wir die zwei. Der letzte wird dann wohl auf der linken Seite sein. Auch noch ein Ponita. Die gibt es in dieser Edition öfters. Wo haben wir den letzten? Der müsste irgendwo hier versteckt sein. Nochmal die Flucht. Da unten ist er. Okay. Komm, Sichlor. Ich will ein Sichlor, kein Ponita. Und da hätten wir den letzten vom Monster-Trio. Ninja-Trio, so. Aber andererseits, ich gehe jetzt einfach oben wieder raus. Wenn wir keinen Sichlor bekommen, ist es halt so. Ich meine, es kommt ja eh nicht ins Team. Hier verwenden Flammenrad. Ich glaube, doch Flammenrad, Feuersturm wäre ein bisschen zu viel. Horrorblick, okay. Jo, ich weiß gar nicht, was ich vorhin gesagt habe. Irgendwas mit Sichlor. Ich merke schon, ich bin gar nicht so anwesend momentan. Also, sonst rede ich immer mehr. Aber keine Ahnung. Vielleicht wird es in der nächsten Folge wieder besser. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal so viel spannendere Sachen in Anführungszeichen erzählen werde. Die Nadelrakete, die ist schon mal sehr schwach. Die ist ungefähr genauso nutzlos wie unser Kugelsaat von unserem Wendigo. Vorhin waren wir noch auf dem gelben Balken. Mittlerweile sind wir echt schon fast wieder voll geheilt. Und wir verziehen uns. Außer wir finden Sichlor, das fangen wir dann. Ich habe da aber keine große Hoffnung. So, da oben raus. Wollen wir hier einmal durchs Gras? Bestimmt. Da gibt es bestimmt auch irgendwas Interessantes zu finden. Oder? Ja, ein Item. Nestball. Okay, das ist jetzt nicht wirklich interessant für uns.
Aber ein Kleinstein. Ist wenigstens kein Ponita, aber uninteressant. Wieder einmal für uns. Hier oben sollen wir durchs Gras. Achso, hier gibt es Nebel. Ich glaube, da kann ein Pokémon das VM-Opfer, nee, Fiore, auflockern, genau. Dann sollte das weg sein. Zumindest stört jetzt nicht so sehr. Ja, wir haben doch Auflockern schon benutzt. Und nochmal einer, der einfach aus dem Boden rauskommt. Den habe ich sogar jetzt gar nicht gesehen. Ja, da war eine gute Menge an Pokémon. Mir fällt gerade auf, dass die Flamme aus Wupans Schwanz ziemlich groß ist. Ich glaube, bei Eagle Lava war das immer so, dass die, oder auch bei, ich glaube, das ist bei allen Pokémon so, je stärker die Flamme, umso fitter sind sie. Aber ich bezweifle mal, dass sich das in dem Spiel widerspiegelt. Wäre aber ziemlich interessant, wenn es kurz vor der Entwicklung ist, dass dann die Flamme größer ist. Wir sind ja auch ein Level vor der Entwicklung. Oh, wir sind fast wieder volles Leben. Ein Goldbad. Ich glaube, ein Goldbad hatte ich nur beim allerersten Mal durchspielen. Da hatte ich auch noch ein Satinia in meinem Team. Alle Editionen danach bin ich immer vor den Dingen geflüchtet. Die waren mir nicht mal die Erfahrung wert, die sie geben. Skunkapu ist, glaube ich, nur Gift oder ist es auch noch normal? Auf jeden Fall dürfte Tempohieb nicht effektiv sein. Toxin ist schlecht, es vergiftet uns. Ja. War sogar noch eine schwere Vergiftung. Aber ich glaube, es macht eh keinen Unterschied, ob es einfach vergiftet ist oder schwer vergiftet. Wir tauschen nicht, aber wir benutzen... Okay, wir können ja auch den schnell mit unserem Flammenrad besiegen, mit unserem Feuersturm. Dann heilen wir das kurz. Ich hoffe, Feuersturm reicht aus, ja, tut's. Das dürfte uns auch wieder auf 88 AP hochbringen, okay. Das Level-Up hätten wir auch fast. So, Beutel. Und wir wollen ein Gegengift. Feuerheiler, nee, Feuerheiler. Bitte. Wir haben gar kein Gegengift, oder? Medizin? Haben wir noch irgendwas anderes? Bären. Mit Bären kann man doch bestimmt was heilen. Schlafende Vergiftung. Genau. Hier oben müssen wir, glaube ich, nicht lang. Jetzt hoffe ich, dass unser Kontor... Oh, ne, da unten gibt es... Achso. Okay. Dann nehmen wir diese Abkürzung, die uns Pokémon-Kämpfe erspart und gehen direkt zu dem Trainer, der uns hoffentlich dann das Level-Up schon bringt. Ein Griffel, das dürfte mit Tempo-Hieb besiegbar sein. Aber Tempo-Hieb ist... Ja, es ist sehr effektiv, aber es ist nicht stark genug, leider. Aber stark genug, um uns wieder voll zu heilen. Oh, Aero ist sehr effektiv. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Griffel das kann. Also, dass es das erlernen kann, verwundert mich nicht. Aber dass das Griffel das jetzt kann.
Ist ja auch ein Ass-Trainer. Der muss ja Aeroass seinen Pokémon beibringen. Es würde sonst keinen Sinn ergeben, ein Ass-Trainer zu sein. Schlechter Witz. Oh, Psystrahl, das tut weh. Hoffentlich kein. Ja, es besiegt uns. Dann holen wir Chris rein. Beleben aber unseren. Oh, 100 KP. Perfekt. Beleben aber unseren. Statusheilung ist das, glaube ich. Wupan wieder. Und noch ein Psy-Strahl, der auch hier wieder gut Schaden verursacht, aber zum Glück nicht so schlimm ist. Ach, ich weiß gar nicht, was Grafik für ein Tipp ist. Biss dürfte Unlicht, ist Unlicht stark gegen Psycho? Ich versuch's mal, ich bezweifle es gerade. Und wir sind verwirrt. Komm, jetzt greif aber an. Na. Dann können wir den auch wieder austauschen. Dann muss halt unser Wendigo ran. Und, ah, wir haben ja, genau, wir haben eine neue Attacke. Rasierblatt haben wir auch neu dazu, stimmt. Da können wir ja mit Rasierblatt angreifen. Und da hätten wir schon das Level Up. Nahkampf. Nahkampf kommt natürlich rein. Wir haben nämlich noch eine Attacke, die eine Feuerattacke, die zu viel ist. So. Jetzt holen wir Chris wieder rein. Einfach für die Erfahrung. Und dann wechseln wir auf, genau. Dann wechseln wir auf Wupan. Megasauger. Der dürfte hoffentlich nicht viel verursachen. Ich bin gerade am überlegen, wie viel AP, Angriffspunkte, Nahkampf hat. Das dürfte 5 gewesen sein, genau. Oh, das geht daneben. Das ist aber schade. Die Angriff darf steigen, Verteidigung darf auch steigen. Ist nämlich jetzt eh nur noch ein Angriff. Hätten wir zwei recht schwache, aber dafür viele mit viel AP. Nahkampf und Feuer. Also Kampf- und Feuerattacken und zwei starke Kampf- und Feuertage mit wenig AP. Dann war auch Chris Level 35, Donnerzahn. Ich denke, das können wir auch beibringen. Ich finde diese Donnerzahn, Eiszahn und so eigentlich immer ganz cool. Da kann ja, glaube ich, Arcanikan da ziemlich viel erlernen. Funkensprung, wie viel hast du? Kein Gegner paralysieren. Donner wollen die auf keinen Fall weg. Ladevorgang ist auch kein und ich meine, brauchen wir Biss, aber Funksprung. Okay, Funksprung hat halt mehr Trefferwahrscheinlichkeit. Aber eigentlich wäre es dumm, Biss wegzumachen. Ach, scheiß drauf. Wir können ja auch notfalls zurück zum Attackenerlerner. Ich denke, es wäre besser gewesen, Funksprung wegzumachen. Und da hätten wir die Entwicklung. Zu dem Grund, warum Wupan seinen Namen hat. Panferno. Jo, dann
wären wir bei 20 Minuten. Dann speichere ich hier ab. Gillian wird sich bestimmt wundern, warum ich nicht so weit gekommen bin. Naja, ist mir egal. Dann, sehen wir uns in der übernächsten Folge und auf Wiedersehen.